Heute ist Samstag, der 1. September des Jahres 2018. Hier ist die Kundgebung 70 Jahre Parlamentarischer Rat und stoppt den Grundrechtsboykott. Wir befinden uns hier am Platz der Vereinten Nationen in Bonn. Bevor ich noch etwas mehr erzähle, erst einmal die Auflagen, die Polizei gesagt hat. Ja, dann noch ein kleines Missverständnis scheint entstanden zu sein mit Leuten, die halt nicht vorher mit uns kommuniziert haben. Diese Kundgebung ist angemeldet von einer der wundervollsten Frauen der Welt, Sarah Lucia Hassel-Reusing, Menschenrechtsaktivistin seit dem Jahre 1999. Und ich habe die Ehre, diese Frau geheiratet zu haben. Und ganz herzlichen Dank auch an alle Leute, die hier sind. Ich möchte mich auch bedanken ganz herzlich bei den Müttern gegen Gewalt, die aufgerufen haben, zu unserer Kundgebung zu kommen und unsere Kundgebung zu unterstützen. Ja, da sind ja Missverständnisse aufgekommen von Leuten, die noch nie mit uns gesprochen haben, mit denen wir aber auch gerne bereit sind, in einen konstruktiven Dialog zu treten. Und dass die Mütter gegen Gewalt diese Kundgebung angemeldet hätten. Nein, Anmelderin ist meine Frau. Deswegen steht sie ja auch bei dem Aufruf für die Kundgebung als verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes. Ich dachte, das ist eine Selbstverständlichkeit, wenn man sich mit unserer Kundgebung beschäftigt, das auch zu lesen. Mein Name ist Volker Reusing. Meine Frau und ich sind Menschenrechtsaktivisten im Sinne von UNO-Resolution 53/144. Das ist die UNO-Resolution, die Willkür untersagt, Willkür, wenn Leute sich nur für Menschenrechte einsetzen. Und Sie kennen uns vielleicht von unserem Politikblog, das ist der Blog, den wir haben, von unseren Verfassungsbeschwerden zum Lissabon-Vertrag, zum ESM, zum Syrien-Einsatz der Bundeswehr und auch zum Thema EU-Datenschutzgrundverordnung. Außerdem haben wir uns engagiert für einen Verein, der sich für zwischengeschlechtliche Menschen einsetzt, haben wir dort wesentlich mitgeholfen bei zwei Parallelberichten, die darstellen, wie ein Möchtegern-Behandlungsstandard für zwischengeschlechtliche Menschen, deren Rechte verletzt, aus dem UNO-Sozialpakt, insbesondere das Recht auf ein Höchstmaß an Gesundheit und entsprechend auch die Rechte aus der UNO-Frauenrechtskonvention. Wir haben uns auch eingesetzt, menschenrechtlich gegen Genmanipulation in der Landwirtschaft, haben uns dafür stark gemacht, EU-Abgeordnete für Menschenrechte der UNO zu begeistern, denn da gibt es ja nicht nur Höchstmaß an Gesundheit, sondern auch ein Recht auf Nahrung. Wir haben uns auch eingesetzt zur Verhinderung eines globalen Staateninsolvenzmechanismus, haben damals Briefe an Entscheidungsträger der UNO geschickt, unter anderem die Arbeitsgruppe der UNCTAD, die einen Entwurf für ein Staateninsolvenzverfahren auf globaler Ebene vorbereiten sollte, nach den schrecklichen Erfahrungen, den schlimmen, undemokratischen und unsozialen Erfahrungen mit dem ESM, war es notwendig, zu zeigen, damit es nicht auf UNO-Ebene auch noch so geschieht. Und das globale Staateninsolvenzverfahren ist nicht zustande gekommen. Es tut gut zu sehen, Menschen, die sich hier versammelt haben, mit ganz unterschiedlichen und wertvollen Erfahrungen, Inländer wie Ausländer vielleicht, ja, zumindest in Hörweite. Ich habe es in meiner Rede halt so geschrieben. Verantwortungsbewusste Menschen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen. Ja, ich würde mich auch selbst als Antifaschist bezeichnen. Allein schon meine Frau gehört zur Minderheit der zwischengeschlechtlichen Menschen und wir wären mit Sicherheit im KZ gelandet, hätten wir noch die Nazi-Diktatur. Und deswegen haben wir auch diese weißen Rosen. Das ist ja das Symbol von Leuten, die sich friedlich gewehrt haben, friedlich ihr Recht auf Meinungsfreiheit in Anspruch genommen haben, um die Weimarer Reichsverfassung zu schützen. Leider war es damals schon zu spät, hatten wir schon die Nazi-Diktatur und sind hingerichtet worden. Wir wollen unser Grundgesetz schützen und dafür für Zivilcourage stehen hier die weißen Rosen als Symbol. Wir haben auch Grundgesetze dabei. Tolle, das ist die Bundeszentrale für politische Bildung, die in verschiedenen Sprachen hat, in Deutsch und auch in Arabisch. Wenn jemand vielleicht arabische Freunde hat oder auch deutsche Freunde, gerne mitnehmen und weitergeben. Ja, was noch ganz wichtig ist, die weißen Rosen sind auch ein Zeichen dafür, dass Nazis auf dieser Kundgebung unerwünscht sind. Wir dachten, das wäre schon eindeutig durch den Aufruf. In dem Aufruf haben wir ganz deutlich uns auch bezogen auf die Ewigkeitsgarantie,
die Ewigkeitsgarantie in Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz, was eine Lehre ist aus dem Ermächtigungsgesetz der Nazis und deren darauffolgende Schreckensherrschaft. Und wenn in diesem Aufruf steht, dass das, was die Nazis gemacht haben, eine Schreckensherrschaft ist, dann sollte eigentlich jeder Mensch, der den Aufruf gelesen hat, wissen, dass sich hier kein Nazi versammelt. Und wenn hier einer aufgetaucht wäre, dann wären meine Frau und ich die Versammlung sofort unterbrochen, um diese Leute freundlich wegzukomplimentieren. Ja, wir wollen heute das Grundgesetz und den Parlamentarischen Rat, der es beschlossen hat, ehren und ein deutliches Signal dafür setzen, es endlich auch konsequent anzuwenden. Es ist gute Tradition, auch bei unseren Abgeordneten, bei bestimmten Jubiläen das Bundesverfassungsgericht zu kritisieren, dass es sich zu viel einmische. Daran knüpfen wir gerne an, allerdings mit der Feststellung, dass deutlich mehr Aktivität in Karlsruhe erforderlich ist zum Schutz unserer Grundrechte und Menschenrechte. Noch etwas Organisatorisches. Anweisungen der Polizei sind natürlich zu befolgen. Die Polizei legt den genauen Aufstellungsort fest. Gut, das ist geschehen, danke. Daneben ist den Anweisungen der Versammlungsleiterin zu folgen. Meine Frau hat mich gebeten, dass ich durch die Versammlung führe, regelmäßig, aber sie ist die Versammlungsleiterin. Okay, wichtig ist, das Versammlungsrecht Nordrhein-Westfalen verbietet große, grobe Abweichungen von den angemeldeten Themen der Kundgebung. Angemeldet sind 70 Jahre Parlamentarischer Rat und stoppt den Grundrechtsboykott. Die angemeldeten Themen bitten wir auch bei Fragen an die Vortragenden zu beachten. Wer sich bitte an den dafür vorgesehenen Stellen zwischen den Reden oder am Ende der Veranstaltung zu Wort meldet, gibt bitte aus Gründen der Transparenz seinen vollen Vor- und Nachnamen an. Und wenn er im Namen einer Organisation spricht, bitte auch den Namen der Organisation. Ja, Beleidigungen sind verboten, das steht schon in den Hinweisen der Polizei. Egal, ob es um Menschen geht, die hier irgendwo in der Gegend sich befinden oder die weiter weg sind, niemand darf beleidigt werden auf unserer Veranstaltung. Wenn das passieren sollte, werden wir das sofort unterbrechen. Damit das zu unterbinden. Ja, einen kleinen Moment. Und wo Kritik zu üben ist, bitten wir darum, diese Kritik nicht gegen Menschen an sich zu richten, damit die Menschen Raum haben, sich zu ändern, sondern an Denkweisen und Verhaltensweisen. Wir wollen allen die Würde lassen. Nur so bleibt dem Menschen Raum, sich positiv zu ändern. Sagen wir das, was zu sagen ist, aber aus einer Haltung der Liebe und zu unserer verfassungsmäßigen Ordnung und des Mitgefühls für alle Menschen, die ihres Schutzes bedürfen. Dann noch eine Bitte, wenn wir wörtliche Zitate bringen, was andere Menschen gesagt haben, bitte möglichst auch die Quelle eingeben wegen Zitatrecht. Es ist eine Ehre, dass wir uns hier an diesem historischen Ort versammeln dürfen, in unmittelbarer Nähe zum ehemaligen Bundestagsgebäude und zu mehreren Einrichtungen der Vereinten Nationen. Wir danken der Polizei für das in uns gesetzte Vertrauen. Wir danken der Polizei, dass sie so vorbildlich hier für Sicherheit sorgt. Wir danken dafür, dass die Polizei dafür sorgt, dass auch akustisch beide Kundgebungen in Ruhe stattfinden können und dass man auf beiden Kundgebungen jeder sein eigenes Wort hören kann. Ich danke auch der anderen Kundgebung dafür, dass sich dort auch so viele Mit-Antifaschisten versammelt haben. Mit ganz anderen Erfahrungen als wir. Und es ist eigentlich schade, dass wir die Gelegenheit bisher noch nicht gefunden haben, mit unseren Erfahrungen voneinander zu lernen. Im Parlamentarischen Rat hat ein breites Spektrum von Menschen zusammengesessen, die alle keine Nazis mehr wollten. Von ganz links im demokratischen Spektrum bis ganz rechts im demokratischen Spektrum. Aber alle waren sich einig, sie wollten keine Nazis mehr. Ja, und ehren wir diesen Platz nicht nur mit unseren Worten, sondern auch, indem wir uns nach bestem Wissen gesetzestreu verhalten und indem wir ihn vorbildlich sauber halten. Auch wenn wir abräumen, alles wieder mitnehmen. Ja, wer zur Toilette muss, sucht bitte eines der Lokale in der Nähe auf. Eine Selbstverständlichkeit. Und ja, ich möchte mich bedanken für alle Menschen, die hier sind. Ich möchte mich bedanken für die Leute, die heute gekommen sind, um hier zu reden. Vielleicht erstmal die Damen. Sarah, du wolltest dich etwas zurückhalten, wenn ich sollte für dich teilweise mitreden. Wenn du es dir anders überlegst, bitte komm sofort wieder herbei und ergreife das Wort. Ich bedanke mich für Niki Vogt, vielen Menschen bekannt durch Querdenken TV, heute bei Die Unbestechlichen und Connective Events natürlich.
ich bedanke mich bei Iris Swoboda oder Künstlername Mona Maya. Sie hat schon einiges getan zum Bewusstsein, dass die Gewalt in diesem Land weniger werden muss und auch einiges zur Deeskalation in unserem Land schon beigetragen. Danke, dass du heute bereit bist, hier zu sprechen. Ich bedanke mich bei Marcel Vonarovic alias Wojna von der Bandbreite, einem der couragiertesten Musiker in diesem Land, der uns dankenswerterweise seine Anlage zur Verfügung stellt. Ich bedanke mich bei einem ganz wichtigen Zeitzeugen, Felix Daracek, der heute hier reden wird. Ja. Ich möchte als nächstes etwas sagen zu unserem Gesetzentwurf, weil ich denke, das ist das zweite Thema und dann zum Parlamentarischen Rat kommen. Ich möchte mich auch bedanken bei allen, die im Vorhinein unsere Veranstaltung erwähnt haben. Darunter waren Leute, die die Mütter gegen Gewalt erreicht haben, waren Leute aus dem Bereich alternative Medien. Viele haben es bei Connectiv Events gelesen. Viele haben es auch über den Ticker von alternativen Medien, Internet, Nachrichtenagenturen gelesen. Und es hat auch eine Webseite von der Antifa unsere Veranstaltung eine Zeit lang positiv erwähnt. Und ich möchte mich auch dafür ganz herzlich bedanken. Irgendwann haben sie es dann wieder runtergenommen. Aber ganz herzlichen Dank. Das zeigt, das Grundgesetz und die Menschenrechte der UNO sind für uns alle da. Und ganz wichtig, danke Sarah, ganz wichtig, hier ist von der anderen Seite eben das Wort von unserem Mitantifaschisten, das Wort internationale Solidarität erklungen. Ganz im Sinne internationaler Solidarität hat ein guter Freund von uns, Leonidas Chrysantopoulos, ein ehemaliger griechischer Botschafter, jetzt nicht in Deutschland, aber er war in Kanada tätig für Griechenland, in Armenien, ich glaube auch in China, ein Grußwort geschrieben. Das wird heute auch verlesen werden. Wir haben ja auch, uns auch zu Griechenland eingesetzt und darüber haben wir uns kennengelernt. Ja, ich möchte jetzt auf den Gesetzentwurf und Petition Stopp den Grundrechtsboykott zu sprechen kommen. Stoppt den Grundrechtsboykott. Petition für Transparenz, Rechtsstaatlichkeit und demokratische Kontrolle der Justiz. Unsere heutige Veranstaltung steht unter dem Motto 70 Jahre Parlamentarischer Rat und stoppt den Grundrechtsboykott. Meinen Namen habe ich vielleicht noch nicht genannt, Volker Reusing. Okay. Ich gebe hier erstmal einen Überblick über den Gesetzentwurf mit Petition Stoppt den Grundrechtsboykott. Die beste Weise, dem Parlamentarischen Rat, der unser Grundgesetz beschlossen hat, zu ehren, ist, es auch anzuwenden. Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat sehr gute Urteile gemacht, aber bestimmte Richter haben sich auch in Fällen wie beim ESM und beim Söhneinsatz der Bundeswehr in atemberaubender und rechtlich unvertretbarer Weise vor ihrer Verantwortung gedrückt und sich dabei von der Ordnung des Grundgesetzes entfernt und zur Spaltung unserer Gesellschaft zu viel unnötigem Leid beziehungsweise beigetragen beziehungsweise dazu, dass viel unnötiges Leid nicht beendet worden ist. Darum gibt es unseren Gesetzentwurf mit Petition Stoppt den Grundrechtsboykott. Wir wollen, dass das Bundesverfassungsgericht immer ordentlich arbeitet. Wir wollen, dass alle heutigen de facto Schlupflöcher für Intransparenz und Drückebergerei geschlossen werden. Und das streben wir mit gezielten Änderungen des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes, des Grundgesetzes und des Strafgesetzbuches an. Wir wollen, dass unsere Grundrechte und Menschenrechte nicht mehr selektiv boykottiert werden können. Wir wollen dazu eine breite gesellschaftliche Debatte anstoßen. Die Petition enthält folgende Forderungen, die im Gesetzentwurf genauer ausformuliert sind. Keine Nichtannahmen von Verfassungsbeschwerden mehr ohne Begründung. Es gibt zwar faire und verhältnismäßige Annahmekriterien, und zwar die eigene, gegenwärtige und unmittelbare Betroffenheit sowie die Darlegung entscheidungserheblicher rechtsfortbildender Fragen, aber Nichtannahmen müssen nicht begründet werden. So können die Richter völlig verschleiern,
ob sie die guten und fairen Annahmekriterien richtig angewendet haben. Die Vorschrift namens § 93d Absatz 1 Satz 3 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, welche Nichtannahmen ohne Begründung erlaubt, muss gestrichen werden. Keine Auslegungsschlupflöcher mehr bei der Befangenheit. Verfassungsrichter, die ein Interesse haben an einem bestimmten Ausgang eines Verfahrens, sind befangen. So sind auch die heutigen Befangenheitsvorschriften vom Gesetzgeber gemeint. Doch die Richter haben Formulierungen im § 18 Bundesverfassungsgerichtsgesetz wie, Zitat, an der Sache beteiligt, Zitat Ende, und, Zitat, in derselben Sache von Amts- oder Berufswegen tätig gewesen, legen die viel zu eng aus. Als könnten nur Verfassungsrichter befangen sein, wenn sie in einer vorherigen Instanz schon zu dem gleichen Fall geurteilt haben. Das kommt aber so gut wie nie vor. Aber ein Richter, der ein Interesse hat an einem bestimmten Ausgang eines Verfahrens, schon deutlich häufiger. Wir wollen keine Richter mehr, die über ihre eigene Befangenheit entscheiden. Das Bundesverfassungsgerichtsgesetz verbietet heute in seinem § 19 schon ausdrücklich, dass ein Richter über einen gegen ihn gerichteten Befangenheitsantrag selber mitentscheidet. In Fällen, in denen die Entscheidung für die Entscheidung der Annahme oder Nichtannahme zuständige Kammer eine Klage als unzulässig ansieht, kommt es vor, dass der betreffende Richter über die Frage seiner eigenen Befangenheit entgegen dem eindeutigen Gesetzeswortlaut von § 19 Bundesverfassungsgerichtsgesetz doch mitentscheidet. Dieses Verhalten wollen wir durch eine Änderung des § 339 Strafgesetzbuch unter Strafe gestellt sehen. Niemand soll mehr straffrei entscheiden können über Befangenheitsanträge, die seine eigene Person betreffen. Und über Befangenheitsanträge soll unserer Meinung nach besser das aus beiden Senaten bestehende Plenum entscheiden, also 16 Richter und nicht nur eine Kammer aus 3 Richtern. Dann wollen wir die Volkswahl der Verfassungsrichter und genügend Abstand der Verfassungsrichter mit Politik und NGOs. Damit die Verfassungsrichter wirklich unabhängig sind, sollen nach unserem Gesetzentwurf vom Volk und nicht mehr vom Bundesrat und einem Ausschuss des Bundestags die Verfassungsrichter gewählt werden. Die Verfassungsrichter sollen keiner Partei mehr angehören dürfen und in keiner NGO, also keinem Verein, mehr als eine einfache Mitgliedschaft haben. Kein Pöstchen im Verein werden sie praktisch als Richter kandidieren oder Richter sind. Wir wollen nur noch Verfassungsrichter mit mindestens 3 Jahren Berufserfahrung als Richter. Ins Bundesverfassungsgericht sollen nur noch Juristen kommen, die genug Erfahrung als Richter haben und die vor allem auch wissen, wie sich die Verantwortung als Richter anfühlt. Das soll jegliche Leute, die sich von lobbyistischen oder ideologischen Gedankenlinien ihrer Handlungen möglicherweise leiten lassen, abschrecken. Nur Leute, die wissen, wie sich die Verantwortung als Richter anfühlt, und das mindestens 3 Jahre lang, die sollen da noch hin. Wir wollen keine bezahlten Nebentätigkeiten mehr von Verfassungsrichtern an der Uni. Die Verfassungsrichter behaupten, sie hätten nicht genug Zeit für ihre wichtige Arbeit. Trotzdem machen einige von ihnen von der heute gesetzlich erlaubten Möglichkeit Gebrauch einer bezahlten Nebentätigkeit als Juraprofessor an der Uni. Wir wollen, dass alle bezahlten Nebentätigkeiten verboten werden, damit sie genug Zeit haben, ihrer eigentlichen Aufgabe nachzukommen. Sie können nach ihrer Amtszeit doch zurück zur Uni gehen. Wir wollen auch, dass die vorsätzliche Nichtanwendung ordnungsgemäß geltend gemachter Grund- und Menschenrechte als Rechtsbeugung unter Strafe gestellt wird. Also den § 339 Strafgesetzbuch noch mal einen weiteren Satz ergänzen. Die Verfassungsrichter drücken sich bisher im Verhältnis zur EU vor der Anwendung der Grundrechte und Strukturprinzipien, außer vor Wahlrecht und Demokratie. Das ist eine ständige Rechtsprechung, wenn es halt um kleinere Dinge geht. Man sehe sich die Urteile so lange 1 und so lange 2 an. Da ging es um Handel mit Maisgrieß und Champignonkonserven. Da haben sie gesagt, das sind grundrechtsmäßig so kleine Dinge. Da wollen sie nicht dem EU-Recht in irgendeiner Weise Grenzen setzen und wollen sie nur darauf schauen, dass unsere Abgeordneten nicht zu sehr entmachtet werden. Aber in den beiden Urteilen, so lange 1 und so lange 2, haben sie versprochen, wenn es um große Grundrechtseingriffe geht, dass sie dann sehr wohl mit allen Grundrechten Grenzen setzen. Das haben sie dann getan bei Urteilen zur Vorratsdatenspeicherung, also wie lange man speichern darf, wer wann mit wem telefoniert hat.
und beim EU-Haftbefehl, wenn Leute ausgeliefert werden sollen in andere EU-Mitgliedstaaten. Da hat man dann gnädigerweise noch die Menschenwürde angewendet. Aber bei ganz großen Grundrechtseingriffen, wie im Zusammenhang mit dem EU-Recht, wie beim ESM und beim Syrien-Einsatz der Bundeswehr, hingegen wurde das dann wieder die Menschenwürde nicht angewendet. Das kann man keinem Menschen erklären. Was ist das für zweierlei Maßstab? In den beiden Urteilen zum ESM ist sogar die Ewigkeitsgarantie falsch ausgelegt worden, viel zu eng, als ob sie praktisch nur Demokratie schützen würde. Aber da war doch noch mehr, die anderen Strukturprinzipien und insbesondere die Menschenwürde, die wird doch auch von der Ewigkeitsgarantie geschützt. Und als ob wir Bürger nur noch zum Wählen der Politiker da wären und im Verhältnis zur EU keinerlei Schutz bräuchten. Darum wollen wir, dass die vorsätzliche Nichtanwendung ordnungsgemäß geltend gemachter Grund- und Menschenrechte auch ausdrücklich als Rechtsbeugung künftig unter Strafe gestellt wird. Jetzt muss ich einmal kurz umblättern. Damit diese gesetzlichen Vorschriften auch genug Abschreckungswirkung haben, wollen wir, dass die Weisungsgebundenheit der Staatsanwälte aufgehoben wird. Damit Politiker, Verfassungsrichtern, die den Politikern unliebsame, aber gültige Verfassungsbeschwerden nicht annehmen, dann nicht mehr vor den Politikern vor Strafverfolgung wegen Rechtsbeugung geschützt werden können. Wir brauchen diese Abschreckung. Wir wollen, dass Rechtsbeugung, die durch Verfassungsrichter geschehen und aus Gründen der Gleichbehandlung auch durch oberste Bundesrichter geschehen, nicht mehr verjähren lassen. Also Änderung von § 78 Strafgesetzbuch. Warum? Weil diese Urteile allgemeingültige Wirkung haben, über den Einzelfall hinaus. Wir brauchen eine wirksame Abschreckung. Über Rechtsbeugung durch Richter wollen wir vom Volk gewählte Geschworenen-Senate entscheiden lassen, damit wirklich Unabhängigkeit ist und der höchste Respekt vor unseren Grundrechten und Menschenrechten, unserer verfassungsmäßigen Ordnung und der höchste Respekt erwiesen wird, ohne Ansehen der Person. Wir wollen, dass über Anträge auf einstweilige Anordnung zuerst entschieden wird, und zwar durch den gesamten Senat. Das Verfassungsgericht ist ja gegliedert in zwei Senate mit jeweils 8 Richtern und dann jeweils eine Kammer von 3 Richtern entscheidet, ob angenommen wird zur Entscheidung oder nicht. Ja, und das machen sie bisher in verschiedenen Fällen halt unterschiedlich. Manchmal wird erst über die Annahme oder Nichtannahme entschieden einer Verfassungsbeschwerde und dann erst die beantragte einstweilige Anordnung entschieden, in anderen Fällen wieder umgekehrt. Und wir meinen, das sollte einheitlich sein. Und es gibt sicherlich sehr brisante Klagen zu sehr brisanten Grundrechtseingriffen, wo über die einstweilige Anordnung als erstes entschieden werden muss. Siehe zum Beispiel auch ESM oder Syrien-Einsatz der Bundeswehr, das wäre da zum Beispiel angebracht gewesen. Und wir wollen, dass die Entscheidung über die einstweilige Anordnung, auch wenn noch nicht über die Annahme entschieden ist, vom Senat getroffen wird, von 8 Richtern. Die Petition Stoppt den Grundrechtsboykott läuft noch bis zum 30. April 2019. Es wäre toll, wenn jeder Anwesende, der diese Petition, unseren Gesetzentwurf unterstützen möchte, eine oder mehrere Unterschriftenlisten mitnimmt und uns sammeln hilft und uns dann, also Volker Reusing und Sarah Lucia Hasselreusing, diese bis spätestens 7. Mai 2019 zusendet, damit wir die Petition noch im Mai 2019 einreichen können. Jetzt erstmal danke für die Aufmerksamkeit, für den Inhalt der Petition. Ja, mein Vorschlag wäre, vielleicht möchte Iris jetzt ihren Vortrag zur Menschenwürde halten, sonst würde ich noch was zum Parlamentarischen Rat vorher sagen.